Ja, grüß euch, da ist wieder der Rollatermin am 16. August 2020. Also ich wollte euch nur sagen, mein Rosal geht es recht gut, körperlich und seelisch, aber jetzt hat es eine neue Mitbewohnerin gekriegt in ihrem Zimmer. Und die hat ein Knäpferl irgendwo am Schädel und wenn es da drauf drückt, dann fängt es zum Heulen an wie ein Schlosshund. Und hört erst auf, bis die Tränensackerl la sind. Jetzt hat die Schwester gesagt, wenn sie so weiter wollt, kriegt sie eine Infusion, eine Kochsalzlösung, eine psychologische Kochsalzlösung, weil der Natriumgehalt schon so sinkt durchs ewige Blähen. Aber leider finden sie das Knopferl nicht, wo man das Wasser wieder antraut. Aber wenn sie Besuch kriegt, da kannst du blödeln und lachen und hört auf zum Reden. Komisch eigentlich, gell? Aber ist ja wurscht. Hauptsache der Rosmarie geht es wieder ein bisschen besser. Heute habe ich ein bisschen Zeitung gelesen. Und da bin ich drauf gekommen, das Schlepperunwesen nimmt wieder überhand. Aber diesmal sind es die Kroatien-Urlauber, die über die Balkanroute den Coronavirus wieder einschleppen. Das muss man sich einmal gegeben haben. So haben die Leute. Und jetzt stellen sie sich am Hanapi-Stadion an und lassen sich gegen Corona überprüfen. Da dürfen sie aber vorher 2 Stunden nichts essen. Und wenn sie ein Pech haben, müssen sie 4 Stunden warten, bis sie eine Spucke abgeben können. Na, da werden die Leute verhungern. Ärger wie in Biafra damals. Naja, aber das sind halt andere Probleme. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und vielleicht rühre ich mich heute noch, aber wenn nicht, dann sicher morgen, weil ich bin noch immer pflegefreigestellt. Führt euch gut!